Habe ich eigentlich jetzt noch. Ich habe noch, was ich alles dabei habe. Ich habe noch den Koffer voll Geld, der eigentlich größer ist als meine Tasche. Ein Eimer Wasser. Ja, dann. Ach, jetzt kann er mich gar nicht zurückbeamen. Och, nö. Ja, dann düsen wir mal. Oh, Mutti, warum ist das Licht aus? Mama, was machst du auf dem Boden? Mama, oh mein Kind, Gott sei Dank bist du da. Warum hast du das Licht ausgemacht? Ich habe es nicht ausgemacht. Der Stromanbieter hat uns abgestellt, weil wir keine Rechnung bezahlt haben. Oh, okay. Und warum sitzt du auf dem Boden? Weil vor einem Moment ein Schwein schreiend durch die Tür gestürmt ist und ich mich halb zu Tode erschreckt habe. Ich dachte, es würde mich auffressen oder angreifen, aber es ist weitergerannt. Und zu den anderen Tieren im Hinterzimmer gegangen, die schon vorher gekommen sind. Sie sind alle, also alle am heiligen Ort. Nein, nein, im Hinterzimmer, im Schlachthof. Von was für einem heiligen Ort redest du? Schon gut. Bist du sicher? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was du getan hast, Agatha, aber ich habe Angst. Keine Sorge, ich rede jetzt mit ihnen. Morgen werden diese Tiere alle zu Bürgern verarbeitet sein, wenn alles gut geht. Nun, tu, was du tun musst, aber sei vorsichtig mit diesem verrückten Schwein. Wenn er dich beißt, reißt er dir ein großes Stück raus. Oh. Ich glaube, das Märtyrerschwein hat bei ihr einen Schock ausgelöst. Sie ist sehr nervös. Wir gehen besser rein. Okay. Oh, sollte ich nicht vorher die Robe anziehen? Ich muss doch die. Okay, ich kann die Robe noch nicht anziehen. so ein bisschen voll geworden hier. Sie ist da! Ja! Oh, das Schwein sieht so glücklich aus. So viele waren gar nicht auf der Farm, oder? Oh, wir hatten ein paar Tickets übrig und haben sie an Freunde und andere Farmen verteilt. Das ist doch kein Problem, oder? Nein, nein, das ist cool. Okay, aber wo ist der Schweinegott? Ja, du hast nicht ge hast du nicht gesagt, er wäre hier? Belästig die Prophetin bitte nicht. Was ist los mit dir und diesem Mädchen? Sie heißt Agatha Knife. Respektiert sie, sonst wird der Zorn des Schweinegotts auf euch herniederfahren. Ich kapiere es nicht, Mann. Bevor wir die Farm verlassen haben, sagtest du, du kommst nicht mit, weil du ihr nicht traust. Dass er eine Lügnerin ist. Und dass es eine Falle ist. Und jetzt sagst du, dass wir alles tun sollen, was sie sagt. Weil dieses große, blutende Schwein es sagt. Er heißt großes, blutendes Schwein. Und wenn du mit dieser Blasphemie nicht aufhörst, hat er keinen Platz für dich in seinem Inneren. Ist es nicht so, Prophetin? Ich weiß nicht, wir schauen später in die Heilige Schrift. Aber zuerst tun wir etwas, damit ihr keine Angst mehr habt, in leckeres Fleisch verwandelt zu werden. Ork, wirst du die Demonstration durchführen, von der du uns erzählt hast? Ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Komm schon, lass uns loslegen. Ich will den Gott des Kannibalismus kennenlernen. So, der Pult, die Schrift. Ich glaube, wir können anfangen. LED-Buch. Ja, sollst du nicht die. Kann ich die Robe jetzt anziehen? Wozu? Die Prophetin des Kannibalismus wird in Rot gekleidet sein. Alle zukünftig eine. Ja. Ich schätze, ich muss die Tracht anziehen. Langweilig. Boah, Hase, halt die Klappe da hinten. Gehst jetzt mal los oder was? Moment bitte. Sieht cool aus, oder? Sieht toll aus, Prophetin. Du bist ein Arschkriecher. Halt den Mund, Ketzer. Wie in der echten Religion. Achso, ja, ich muss zu den Tieren sprechen, ne? Genau. Was tut sie? Tierfreunde, danke, dass ihr alle zum heiligen Ort gekommen seid. Ich, Agatha Knife, die Prophetin des Karnivorismus, werde euch beibringen, wie diese Sache mit dem Sterben und Glücklichsein funktioniert. Wir führen zusammen ein Ritual durch, okay? Oh ja, das Ritual. Das große blutende Schwein hat gesagt, dafür braucht es mich. Es war also dein Ernst, als du gesagt hast, du hättest mit dem es gesehen. Natürlich. Er ist zur Farm gekommen, nachdem ihr alle gegangen wart. Und er hat mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Ah, und er hat mit mir einen leckeren, hat mir einen leckeren Cocktail gegeben. Niemals. Ich sage die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Aber vor allem müsst ihr Agatha glauben. Denn alles, was sie gesagt hat, stimmt auch. Das große blutende Schwein hat es mir gesagt.
aber ich habe Angst, getötet und gegessen zu werden, du nicht? Verstehe, wie ihr fühlt. Ich fürchtete, was? Ihr fürchtet den Tag, an dem euch ein Truck zu einer alten Metzgerei bringt, wo sie euch ohne Erbarmen aufschlitzen und alles schwarz wird. Wo ihr nichts sehen könnt, wo ihr nichts hören könnt und nichts mehr fühlen könnt. Hör schon auf, Mann! Ich werde tot sein. Für immer. Hör, wie die gucken. Du machst mir Angst. Aber, Brüder und Schwestern, so muss es nicht sein. Agatha und das große blutende Schwein wollen uns einen schönen, karnivoristischen Tod bescheren, damit wir alle das Glück erleben, das sowohl ewig als auch absolut währt. Genau. Ja, wenn du so sicher bist, dass das, was Agatha sagt, wahr ist, warum lässt du sie dich nicht töten? Genau, hast du nicht gesagt, du hättest keine Angst? Ich bin bereit zu sterben, um euch den Weg zum ewigen Glück zu zeigen. Wenn die Prophetin es wünscht. Alles zu seiner Zeit. Excellent. Mit dem unglaublichen Nektar zu seinen Füßen wird er den leuchtenden Körper ergreifen. Das große blutende Schwein hat beschlossen zu sprechen. Muss ich nicht noch Kerzen aufstellen oder so? Der Cocktail, muss ich den denn geben? Hier. Ah, ja, wir malen erstmal ein Schweinepentagramm. So, es ist kein Blut mehr in der Flasche übrig. Gut, jetzt vielleicht Kerzen aufstellen oder so? So, dann machen wir die Kerzen mal an. Unglaublich nicht, dass seine Füße den leuchtenden Körper ergreifen. Hat beschlossen zu sprechen. Ich werde das große blutende Schwein bitten, um zum heiligen Ort zu kommen. Ernsthaft? Ja, aber ich glaube, er muss deinen Körper benutzen. Das wäre eine Ehre für mich, Agatha. Cool, ich rufe ihn jetzt. Ich bin bereit. Ich will das süße Schwein nicht töten. Es ist süß. Großes blutendes Schwein, Gott des Karnivorismus. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber... Naja, ich habe den Märtyrer mit Blut und ein paar Kerzen markiert. Die Tiere können es nicht erwarten, dich kennenzulernen. Du kannst kommen und an unserem Ritual teilnehmen, wenn du möchtest. Oder auch Zeit. Boah, dieser blöde Hase da hinten. Wird er wirklich kommen? Halt den Mund, der macht mich nervös. Jo, klar. Wow. Okay, das ist echt cool. Hey, bist du es wirklich? Aber Sandro hat mir gesagt, du wärst nicht... Naja, dass du Teil des Karnivorismus wärst, wie die Schrift und alles sagt, aber nicht, dass du... Doch, doch, du bist genauso, wie ich dich kenne, nur ein bisschen kleiner. Aber... Ja. Okay, cool. Ich hab mich eingepinkelt. War das die Stimme des großen blutenden Schweins? Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Ich hoffe, er ist nicht wütend. Sieh mal, diese Tiere haben Zweifel am Karnivorismus. Ich habe sie alle zum heiligen Ort eingeladen, damit du sie treffen kannst und ihnen zeigst, wie sie nach dem Tod und nachdem sie zu Fleisch verarbeitet wurden, glücklich sein können. Ja, ja, ich habe ihnen oft erklärt, was du mir gesagt hast. Die Sache ist, es gibt ein paar Details, an die ich mich nicht so gut erinnere und die Schätze, die sind wichtig, damit die Tiere keine Angst haben. Vor einer Minute, ja. Er hat ihnen mehr oder weniger dasselbe gesagt wie ich und es hat keinen Unterschied gemacht. Also, es wäre cool, wenn du mir helfen würdest, sie vom Glauben zu überzeugen. Also wenn ihr das nicht überzeugt, weiß ich auch nicht. Okay. Ich bin dabei. Mal sehen. Ihr habt gesehen, wie euer Freund komisch spricht und Blut aus den Augen gekommen ist, richtig? Ja. Nun, das ist passiert, weil das große blutende Schwein in seinen Körper gefahren ist. Der Gott ist jetzt hier unter euch. Er hat mir gesagt, dass er bei dem Ritual helfen wird. Damit ihr sehen könnt, dass der Karnivorismus real ist. Ja. Er sagt, bevor es weitergeht, will er euch etwas sagen. Aber
Wir verstehen die karnivoristische Sprache nicht. Keine Sorge, ich übersetze. Wenn immer du bereit bist. Hört genau zu, Ungläubige. Agatha ist die Einzige, die euch ewiges und absolutes Glück durch einen karnivoristischen Tod bescheren kann, wie sie es für mich getan hat. Was? Agatha hat das große blutende Schwein getötet? Daran erinnere ich mich nicht. Es war vor vielen Jahren auf derselben Farm, von der die meisten hier kommen. Auf der Ellen Farm? Ja, ich war noch ein Ferkel. Und es war fast an der Zeit für mich, vom Fleischtruck weggebracht zu werden. Ich hatte Angst an diesem Tag, denn ich wollte genauso wenig sterben wie ihr. Aber eines Tages betrat Agatha die Scheune. Sie sah mich und lächelte. Und nahm mich sanft in die Arme. Niemand hatte mir je zuvor solche Liebe gezeigt, wie es das kleine, blauhaarige Mädchen mit dieser Umarmung tat. Dank ihr ist meine Angst verschwunden. Und obwohl die Umarmung so heftig war, dass ich erstickte, während mein Verstand langsam dahinschwand, wusste ich, dass es das Beste war, was mir hätte passieren können, in ihren Armen zu sterben. Ich bin glücklich hier. Hier? Tut mir leid, das große blutende Schwein, aber wo ist hier? Wo bist du jetzt? In ihrem Inneren. In ihr? Ja, in Agatha. Wow. Ich kann nichts fühlen. Nachdem sie mich mit ihrer Umarmung erwürgt hatte, hat Agatha mich ganz aufgegessen. Und in ihrem Magen habe ich das pure Glück entdeckt, das ich mir nie hätte vorstellen können. Vergesst eure Angst und vertraut mir. Gebt euch dem Karnivorismus hin und ich teile mein Glück mit euch allen. Lasst euch von Agatha führen. Okay, ich guck mal in das Buch. Heilige Tränen werden auf die neuen Gläubigen fallen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber das große blutende Schwein hat Besitz vom Meteor ergriffen. Heilige Tränen muss ich jetzt... Muss ich die leere Flasche vielleicht? Ich könnte das Blut vom großen blutenden Schwein benutzen. Aber ich muss etwas aus... ihm herausholen, damit ich es in die Flasche füllen kann. Gut, dann schneiden wir ihn halt auf. War das so? Ich habe dich mit einer Umarmung getötet und dich dann gegessen? Nein, ich glaube, meine Mama hat es vor kurzem erwähnt, aber ich erinnere mich an nichts. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Aber bist du wirklich in mir? Und du bist glücklich? Cool. Nun, ich hoffe, das tut dir nicht zu sehr weh. Und bitte lass das Märtyrerschwein nicht leiden. Okay. Danke, dass du mir hilfst, großes blutendes Schwein. Sie hat ihre Messer rausgeholt. Endlich werden wir es sehen. Was? Ist er tot? Sieht so aus. So, jetzt muss ich das... Krankes Spiel. Sie ist wieder voll. Jetzt muss ich... das auf die Tiere irgendwie sprinkeln. Euer Freund, der Schweinemeteurer, wurde vor seinem Tod vom großen blutenden Schwein besessen. Ich habe hier etwas von seinem Blut. Und ich werde es auch euch sprenkeln. Und was bringt das? Stell Agatha nicht in Frage. Das stimmt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht beleidigen, Frau Prophetin. Keine Sorge. Das Blut ist Teil des Rituals. In der Heiligen Schrift steht, dass heilige Tränen auf euch fallen müssen. Es ist, als ob das große blutende Schwein weinen würde und seine Tränen auf euch fallen. Weint er, weil er traurig ist? Wovon redest du? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat?
Wenn das Schwein weint, dann aus purer Freude. Ah, natürlich. Das habe ich schon verstanden. Okay, dann mal los. Wenn die Mutter jetzt reinkommen würde, ey. Ein bisschen hier. Flatsch. Und auch für euch. Flatsch. So. Fertig. Ich fühle mich... cool. Ich auch. Es ist als ob... ich weiß nicht, es ist cool. Das heilige Blut riecht toll, oder? Ja. Na, gucken wir mal nach. Im Inneren der Prophetin werden sie alle sein wollen. Der Pfad zum ewigen Glück wird sich endlich offenbaren. Ja, dann... muss ich die Maschine machen? Muss ich sie alle töten? Au, ich muss den jetzt essen, okay. Roh? Mein Freund hatte keine Angst vor mir und er hat sein Leben und seinen Körper gegeben. Dank ihm kann ich euch den Pfad zeigen. Okay. Willst du das wirklich roh essen? Ugh. Das Schwein lächelt voll. Seht, das Schmetterer-Schwein lächelt, obwohl es tot ist. Ich esse gern rohe Schweineleber. Ja, er ist jetzt glücklich. Natürlich, er ist jetzt dank Agatha beim Schwein. Jetzt wird er für immer glücklich sein. Ich will auch Agatha. Und ich. Bitte nimm mich auch. Hey, ich zuerst. Und die Geräusche. Ja, gut, dass wir die, die Fibomatik da haben. Oh, es sind ein paar Tage vergangen seit dem Ritual. Alles ist gut. Wir haben den Laden renoviert. Das Licht geht wieder, das Telefon auch. Wir haben die Kastante bezahlt. Und der Laden ist voll mit dem besten Fleisch und Kunden. Die neuen Burger waren so erfolgreich, dass das Mädchen vom Burgerrestaurant jeden Tag eine Bestellung aufgibt. Alles ist super. Dank des Karnivorismus. Ich habe so viele Dinge in diesem Kurs gelernt. Jetzt bin ich eine Meisterin in Sachen Glaube und Religion. Ich weiß, was ein Gott ist und wie man einen macht. Ich habe eine heilige Schrift, die keinen Sinn ergibt. Ich habe in der Metzgerei einen heiligen Ort. Meine Religion ist cool. Oh, und das Wichtigste von allem, meine Tiere haben keine Angst mehr vor mir. Das Ritual hat funktioniert, sie vertrauen mir jetzt. Sie wollen alle, dass ich sie töte und esse. Okay, es scheint aber, als will das große blutende Schwein neue Freunde. Wie auch immer, ich werde etwas Glück verbreiten. Denn ich bin... Agatha, nein. Errungenschaft freigeschaltet, die Prophetin des Karnivorismus. Ja, das war's anscheinend. Schönes Ende, finde ich. Sehr harmonisch, mit ganz viel Blut und toten Tieren. Kann ich hier... muss ich klicken? Aha. Ah, okay. Credits. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle lecker Hunger auf Tiere. Und dann bis zum nächsten Mal.